So, sollten wir eigentlich wieder da sein? Ich würde ganz gerne die. Weil es ganz komisch, auf meinem Controller hier alles vertauscht so. Kreis ist X und also B ist richtig komisch. Das muss ich wirklich mit Tastatur spielen. Guck mal, X ist B. Voll behindert. Was ist das für ein Scam, Alter? Okay, ich werde mit Tastatur spielen. Passt schon, alles gut. Und Fürth hat jetzt echt recht, es kommt echt erst später raus, Episode 2. Oh, hoffentlich dauert das nicht zu lange, Alter. Okay. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. Okay. Okay, ja, Steuerung gefällt mir irgendwie gar nicht mit dem Controller. Ich weiß nicht genau, was da los ist. So, mit Tastatur ist irgendwie viel entspannter. Na. Ingame-Sound lauter. Besonders Dialog-Sound. Okay. Stimmlautstärke und Lautstärke generell. So, muss ich auch kurz bei mir mal kurz leiser machen, weil bei mir war es nämlich schon ist aber perfekt eingestellt. Da, 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 da. Und. Okay. Ich habe ein, zwei Frame-Probleme. Finde ich mir nicht so geil. No trespassing? No way. Ah, okay, also hier anklicken und dann kann ich auswählen zwischen. Okay, auf geht's. Oh, so. Digga, die Farm ist lit, Mann. This place is awesome. If
I'm gonna get inside. I'll have to get through that door. Okay, okay, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Oh, wir können joggen diesmal. Eigentlich sogar ganz angenehm. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. 3 zu 1, 6. Ah, okay, okay. Ich muss ja ein bisschen die Dingsens. Cheers, Goody, 3 zu 1, Einsatz. 1000, Verlust, 1000. Okay. Streit. Oder heißt das Streit? Those guys need to get a room. Okay, sie streiten sich. Or not. Lol. Damn. Mind your own business. Should probably avoid getting on that guy's shit list. This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Ah, okay, vielleicht kann ich von hinten einmal besprayen. Oh, das wäre so heftig. Ja. Ach so. Die Graffiti sind locker, die so Achievement Styles. Oh. Was soll ich malen? Ist beides witzig. Wobei ich finde gerade Süßigkeiten eigentlich ein bisschen besser. Hey kids, free candy. I'm sorry, officer. It says what on the side of my RV? Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Some say the world will end in fire. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Gut. Also wir wissen noch nicht genau, was hier zu Hause los ist. Was wir wissen ist, dass ihr Vater gestorben ist. Das wussten wir aus dem ersten Teil. Und ich weiß auch nicht genau, wann sie jetzt die Mutti jetzt Frank kennengelernt hat. That saw looks ancient. Oh, nee. I wonder how long ago the mill actually closed. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Nothing says badass like a nice floral print. Neuer Dialog freigeschaltet. Okay. I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Ach so, warte mal. Also was ist ja auch ein ganz dicker Unterschied ist, dass ich die Zeit nicht mehr zurückdrehen darf. Das heißt, ich muss halt im Vorfeld alles rausfinden und dann I've got to figure out how to get past this guy. Yo. Help you miss. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him?
Ja, ich hab doch das Flower Power Ding, hä? Again? What do you want, kid? Oh, ich würde das alles so gerne ausprobieren, ne? Aber ich hab Angst. Ja. Okay, wir probieren's. Wir machen's einfach mal. Just for the Trolls. Wir machen's einfach mal. Gucken, wie das sich auswirkt, okay? Warte mal, du hast eine Widerworte-Herausforderung begonnen. Huh? Quick Time? I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Ah, okay. I don't sleep. It's for the weak. Real cute. But I still don't know you. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Sweet, okay. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a Panzer tank. Okay, kid. I get it. You're tough. Hä? Ah. Maybe I am a kid, because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. Like you with pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Is your boss your mom? Follow up. Do you live in your boss's basement? You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a bike in there, and I'd still kick your ass. Das ist wirklich so, man. I give up. You're all right, kid. Go on. Lol, tschüss. Patrick, was geht ab? Ich finde das aber krass, ne, wenn das jetzt wirklich mehrere oder häufiger jetzt vorkommt, dass man solche Optionen hat, wo man sozusagen so ein Streitgespräch simulieren muss. Digga, das ist schon anstrengend, Mann. Da muss man sich wirklich immer alles durchlesen. Also nichts verfeisern, ne. Aber erstmal ab in die Party. This is intense. Shit. Hey, Delia, komm. Delia, okay. Okay, erstmal investigaten. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. So. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Okay, Frank haben wir auch noch. Frank Bowers? What is he doing here? Yo, Frank! Hey! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Junge, ist doch deutscher Untertitel. Ja, sorry, Patrick.